Wir werden Javi und Deborah treffen. Sie werden uns über Gemeinschaftsnetzwerke in Südamerika erzählen. Und dann ja, reden über Telefonnetzwerke und ähnliches. Und wenn ihr irgendwo in der Mitte von nirgendwo seid und ihr habt kein Telefon oder Mobiltelefone, warum baut ihr euch nicht eure eigenen? Sie werden uns jetzt sagen, wie man das macht und welche Schwierigkeiten sie dabei gehabt haben. Willkommen. Danke. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. So. Bevor ich anfange, möchte ich im Namen der Gruppe den Organisatoren dafür bedanken, dass sie uns diesen Raum gegeben haben, um diese Arbeit zu präsentieren. Und auch den CCC Köln und Siegen danken, die diesen Workshop unterstützt haben. Und ich möchte auch dafür die Möglichkeit, dass wir hier Teil der zimbabwischen Aristokratie sein können. Und wir können hier auch überlegen, wie die Hackerethik mit diesem Talk umgehen kann oder Bedeutung dafür hat. So. Wir sind eine Gruppe von 5 Sprechern, die 3 Präsentationen machen. Zuerst werden Elaine und I über das Network Connect BW, das im Amazonas Regenwald liegt. Das ist, dann wird Javi von Oaxaca in Mexiko reden, über das Telekommunikation Indigenes Kommunitare reden. Und Anja Olova wird über Abradik reden, wie sie die Verbreitung von digitalem Radio in Brasilien fördern. So, Elaine und ich kommen aus Brasilien. Ich mache meine Doktorarbeit in Siegen hier in Deutschland, wo mein Forschungsthema ist, die Benutzung von Digitaltechnologien in ländlichen Gemeinschaften ist und wie sie die peripheren Ökonomien beeinflusst. Elaine beendet gerade ihr Grundstudium als Sozialhelferin. Peripher meint, dass man vom Center entfernt wird. Und Akaba ist entfernt von der Hauptstadt der Provinz. Und es ist auch ein Ort einer exploitativen Beziehung an den Grenzen des Kapitalismus. So, die nächste Folie will gerade nicht. So, in Akara. Ja, wir haben Netzwerkprobleme, haben die Sprecherin verloren. Oh, ich glaube, ich bin zurück. Da ist sie wieder. Zumindest der Ton, das Bild ist noch nicht da. Wir lieben alle unsere sehr zuverlässige deutsche Internetinfrastruktur. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, was passiert ist. In Akara sind die natürlichen und ökologischen Ressourcen die Haupteinkommensquellen. Das hier ist eine der Hauptaktivitäten, die Hersteller von Cassava-Mehl. Sie produzieren viele Produkte aus Cassava, bauen es an und ernten es. Yeah.
Und sie produzieren auch mehr als 20 Arten von Wurzeln und Kräutern, die für Parfum und spirituelle Bäder in der Gemeinschaft benutzt werden. Und auch in der Hauptstadt. Vor mehr als 15 Jahren kam eine internationale Kosmetikfirma hin, um die lokalen Kräuter zu kaufen. Und zu ihnen verkaufen die Produzenten in Akara etwa 15 Tonnen Kräuter in natürlichem Zustand. So, trotz all der Schönheit des Lebens, da fehlen viele Basisfunktionen wie Abwasser, Frischwasser, Telekommunikation. Und heute ist in vielen Fällen das wichtigste Problem Internet. Und wir haben darüber nachgedacht, wie man Internetinfrastruktur dahin bringen konnte. Und wir haben gezeigt, ich möchte ein paar Bilder zeigen, wie wir diesen Prozess gemacht haben. Zuerst habe ich ein paar Formen von Kommunikation dokumentiert. Hier ist zum Beispiel haben sie diesen Hügel gemacht, damit man bessere Verbindung hat. Hier ist jemand, die halt versucht, ihren Arzt in der Hauptstadt anzurufen, während es regnet, und sie muss halt im Regen mit dem Regenschirm auf diesem Hügel stehen. Das nächste Bild ist der Vater von Eleni, und er hat ein Geschäft und hat diesen einen Punkt gefunden, an dem er Transaktionen mit einer Kreditkartenterminal abschicken kann. Das ist auch interessant, wenn man durch den Wald geht, findet man häufiger mal zufällig über einen zufälligen Plastikstuhl. Und das heißt, dass wenn man da sitzt und wartet, dann kann man eventuell eine Verbindung da haben. Wenn man sehr genau hinguckt, kann man sehen, dass da hinten eine Person in Pink ist. Das ist Wanda, die verkauft Online-Kosmetik, und hier wartet sie auf eine Verbindung, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Wie können wir Internet dahin bringen? Wir fanden diesen verlassenen Turm in dem Bild, der ist im Hafen. Und wir redeten auch zu zwei Universitäten. Wir kriegten ein paar Geldmittel, wir kriegten ein paar Freiwillige, die daran Interesse hatten, das Internet da zu deployen. Und deshalb haben wir es geschafft, etwas zu implementieren. Jetzt haben wir 8 Punkte mit freiem Internet, das ist sehr cool. Und auch mit dem Zentrum der organischen Landwirtschaftsproduzenten. Wir haben auch versucht, akademisches und traditionelle Wissen zu verbinden. Deshalb haben wir versucht, diesen Turm aufzubauen. Aber es hat leider nicht so funktioniert, und wir mussten einen Turm aus Metall aufbauen. Also das hier ist die Konfiguration. Ich rede nicht so viel über die technischen Teile. Aber der erste Tower ist da, wo die Universität ist. In der Mitte ist der am Hafen, der in dem Bild eben war. Und der letzte ist der in dem Gebäude des Verbands der organischen Landwirte. Das hier ist ein Team von 4 Leuten aus der Gemeinschaft, 2 Studenten. Wir haben uns darum gekümmert, in diesen Jahren Wissen auszutauschen. Die sind Kakabo, Bia und Eleni, und das sind Mitarbeiter des Kommunitätsnetzwerks. Sie arbeiten nicht nur daran, das Netzwerk aufzuhalten, sondern auch darin, die Zerstörung ihrer Häuser für Stromleitungen und Ähnliches zu verhindern. Und sie würden gern Wind, aber sie würden gern dem Prozess der kulturellen Assimilation widerstehen. Wir sind sehr stolz über das, aber wir sind. Kann das wirklich eine Art Empowerment sein, oder hilft es den Leuten, etwas Eigenes machen, und wie kann man es so machen, anders machen als die normalen Unternehmen?
Wir denken, dass eine hierarchische Gesellschaft Hierarchie und Herrschaft verstärken wird. Wir denken, dass Facebook und Google und ähnliche Versprechen Internet in der Amazonas-Region, aber ich glaube, dass es auch ist eine Art von digitalen Kolonialismus, insbesondere in Gegenden, wo in Gegenden, das ist häufig der politische Wille fehlt, öffentliche Infrastruktur zu gehen. Ich bin nicht sicher, ob ihr mich noch hören könnt. Ich denke, wir müssen die Unternehmen aus dem Silicon Valley kritisieren. Mit den Möglichkeiten des digitalen Zugangs fühlen Leute den Druck, dass sie mehr arbeiten müssen. Also werde ich über diesen Prozess des Mehrarbeitens reden. Da ist diese Möglichkeit, Kosmetik über Kataloge zu verkaufen und in Verträgen um Cassava und Kräuter zu verkaufen, ist das Verkaufen von Kosmetik eine neue ökonomische Aktivität in Accra. Die meisten, die das verkaufen, sind Frauen, diese Beraterinnen. Diese heißen Vermittler, die Kosmetik in den Katalog pudeln. In der Vergangenheit hatten diese Beraterinnen eine exklusive Lizenz, das über ein physikalisches Magazin zu verkaufen. Aber in letzter Zeit haben viele Unternehmen Online-Shops geöffnet, sodass jeder direkt kaufen kann. Es gibt keine Papierkataloge mehr, aber viele ziehen immer noch vor, über diese Beraterinnen zu kaufen oder sind darauf angewiesen, weil sie die Internetinfrastruktur einfach nicht haben, um einen Online-Shop zu kaufen. Das möchte ich erklären. Diese Region und die Inseln darum haben alle keine Postleitzahlen und keinen Postdienst. Also mussten diese Beraterin kreativ damit sein, mit der Logistik Kosmetik zu verkaufen. Wir bestellen Kosmetik online und benutzen vertrauenswürdige Adressen zum Liefern, wie zum Beispiel Verwandte in der Hauptstadt. Aber dann müssen sie in die Hauptstadt fahren, um das abzuholen und dann zu transportieren und an die Kunden verkaufen. Und die Kosten für den Transport werden nicht auf den Preis aufgeschlagen, sodass sie ungefähr 5 Euro jeden Monat extra bezahlen müssen. So ist ein Haushalt in der Stadt, das über die Logistik kümmert. Leute interessieren sich nicht, wie gehört. Und diese Beraterinnen benutzen Adressen von Restaurants oder Geschäften, wo der Postdienst hinkommt. Und die informieren die Kunden, dass die Ware an bestimmten Orten angekommen sind und sie können die abholen können. Diese Aktivitäten erfordern einen hohen Aufwand von den Beraterinnen, aber es ist nicht wirklich als eine Geschäftsaktivität gedacht, sondern als eine Idee, um das Einkommen der Familie aufzubessern und für die Frauen eine Möglichkeit, nicht so vom Einkommen ihrer Männer abhängig zu sein. Und ja, auch die Frauen hilft mir mit ihren Helfen und die meiner Forschung. Und sie hat hier in der Ecke ihres Raumes, kann sie die Bestellung von ihrer Kundin annehmen und mit ihnen kommunizieren. Das ist ja ein Beispiel von einem WhatsApp-Status von Leuten aus dem Dorf, das sehr typisch ist. Sie stellen ihren Katalog, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen vor. Und WhatsApp ist die beliebteste Applikation in Brasilien, weil die Telekommunikationsgesellschaften für den Datenverkehr für WhatsApp nicht den Datenverkehr nicht berechnen.
Diese Geschichte über die Kataloge zeigt, dass die Komplexität dieser Gemeinschaftsnetzwerkeingriffe, es zeigt, dass diese Kommunikation ist nur ein kleiner Teil der Infrastruktur, die dadurch beeinflusst werden. Es gibt dann soziale Infrastrukturen, es gibt einen Mangel von anderen Infrastrukturen wie die Postleitzahlen. Und es zeigt auch, dass technische Konnektivität nicht so gut ist wie die soziale Kontakte. Es gibt große Herausforderungen für Orte wie Akara, für ihre Zukunft und was sie in der Zukunft wollen. Konnektivität bringt neue Möglichkeiten, aber auch neue Probleme. Und das hier ist Paul, der macht das. Es ist sehr kompliziert, bis in der gleichen Zeit, wie wir in dem Alter der digitalen Technologie sein wollen, wollen wir auch diese Verbindung in die Vergangenheit haben. Aber wir können nicht diesen Schnittpunkt zwischen diesen beiden Zeiten erreichen, wo wir das Wissen der Vergangenheit und der Gegenwart benutzen können. Ja, wie können wir die Leute stolz machen auf ihr Wissen, dass diese Kommunitäten haben, wie etwa jetzt Javi gleich zeigen wird. Das hier ist nur ein Bild, das ich mit euch teilen möchte. Es ist ein Unternehmen, die produzieren Aluminium mit erneuerbarer Energie aus Norwegen. Und um das funktionieren kann, brauchen sie viel Elektrizität und dafür haben sie diese Schneisen in die, also haben sie Dämme in den Amazonas gemacht und sie müssen auch diese Stromleitungen legen, die durch den Dschungel schneiden. Und jetzt gehen wir rüber zu Elaine, wie das in der Community aussieht. Ich hoffe, Elaine ist hier. Elaine ist online. Das ist jetzt Elaine. Und sie wird uns zeigen. Você consegue colocar teu vídeo, Elaine? Tá dizendo que tá bloqueado. Sie hat ein paar Probleme, ihr Video zu schicken. Ich denke, während sie versucht, das zu machen, schalten wir rüber zu Javi und wenn wir es raus haben. Are you ready? Javi, bist du fertig? Wir müssen hier kurz noch umschalten. Mi nombre es Javier. Soy originario de Oaxaca, México. So, hi, my name is Javier and I'm originally from Oaxaca. Hallo, ich bin willkommen aus Oaxaca, Mexiko. Ich arbeite in einer Organisation, die Telekommunikation und die Telekommunikation. Seht den Titel auf der Folie. Organizaciones que son Rizomática, Redes AC y algunas comunidades asociadas previamente. So this has an origin in different projects, Rizomática projects. Die kommt aus unterschiedlichen Projekten. Comunicadas y muy alejadas. Oaxaca has 570 municipalities. 215 Städten gibt es eine Gruppe, die in diesen Orten, die überall verteilt sind,
sind und in diesen Regionen gibt es teilweise keine Kommunikation. Nuestra organización cuenta con una concesión que es histórica a nivel de uso social indígena. So our organization has an historical. Unsere Organisation hat eine Geschichte davon, mit den Ureinwohnern zusammenzuarbeiten. Fue una concesión piloto que unas 21 comunidades unieron. Una carta al gobierno. Davor hatten wir eine anfangs Vereinigung, Einigung, da wo Leute miteinander kommuniziert haben und dann wo die Leute die Zugang zu Frequenzen hatten, ja, andere darüber kommunizieren haben lassen. Y una concesión de uso de frecuencias de 850 MHz, especialmente para GSM en este momento, que es de 15 años y abarca 5 estados del país. So now we have a concession, an agreement for 30 years for the use of telecommunications. Jetzt haben wir 30 Jahre Genehmigung für Telefonkommunikation und außerdem eine Genehmigung für 15 Jahre und da benutzen wir die 850 MHz GSM-Kanal, der fünf Regionen beinhaltet. Tenemos una cobertura de en donde acompañamos a 17 comunidades con aproximadamente 4.600 personas usuarias en 80 localidades. Wir sind relativ weit empfangbar. Wir sind in 17 Ortschaften und haben den Leben ungefähr 4.000 Menschen in 80, 4.600 Leuten in 80 Orten. Ich war in einem Punkt remoto und die Oficina Central in einem Zentrum der Kommunität, in dem das ganze Zerebro der Information ist. So how does this works? Well, we have wie funktioniert das Ganze? Wir haben Türme außerhalb, die sich mit den Büros in den Gesellschaften, in den Ortschaften verbindet. Und darüber können dann die Leute über die Antennen zugreifen. Für Entfernungstelefonanrufen benutzen wir Voice over IP, das Protokoll, und benutzen das Internet. Locales o en casos contrarios Internet satelital, pero no es muy bueno el Internet satelital. We also use local providers for Wir benutzen auch lokale Anbieter, die Satelliteninternet benutzen, obwohl das Internet, Satelliteninternet nicht sehr gut ist. Y mensajería únicamente funciona entre comunidades, porque no podemos rentar números para cada persona. Local calls or calls or messages. Lokale Anrufe und Nachrichten werden nur innerhalb der Gesellschaft weitergeleitet. Und wir haben einfach nicht so viele Zahlen, also Telefonnummern wahrscheinlich. Hay una cuota mensual de 42 pesos, aproximadamente 2 dólares, divididos en 25 pesos para la comunidad, un 60%, 15 pesos. Que son 35% para la organización, 2 pesos para un fondo de emergencia en caso de problemas que sean causados por clima o algún daño en algún equipo. So how does it work this economically? We have a Wie funktioniert das finanziell? Wir haben ein Anschlusskosten, das sind 42 Pesos, also 2 US-Dollar pro Monat. Das sind 3 Untergruppen. Das eine sind 25 Pesos für die Organisation, 15 Pesos für die Organisation und 2 Pesos für einen Notfallfinanzkosten,
die sich um Klimaveränderung und große Notfälle kümmert. Wir benutzen freie und quelloffene Software, wo auch immer möglich, und wir bieten an, also wir bieten freie Software an und helfen Leute, sie benutzen zu können. Son condiciones del terreno y el clima, dispersión de las comunidades alejadas, que se encuentran muy alejadas unas con las otras, pocos recursos con los que cuentan las comunidades para adquirir los equipos. So, what are our main challenges? First is... Was sind unsere größten Herausforderungen? Zuallererst sind die Eigenschaften der Umgebung und des Klimas. Dann sind natürlich noch die Gesellschaften und die geringen Ressourcen, die in diesen Orten vorhanden sind, um neue Gerätschaften anzuschaffen. No existe una comunidad grande para compartir experiencia, la diferencia de la tecnología Wi-Fi y generar contenido entendible para generar el conocimiento en las comunidades. Other challenges that have been awakening interest among younger people, that there is no... Andere Herausforderungen sind, dass es interessierte Jugendliche gibt, die aber keine Organisationen haben und die WLAN haben wollen und die Inhalte erstellen, der von allen einfach zugegriffen werden kann, damit die Gesellschaften, die Ortschaften selber ihre Informationen erstellen haben können. Hacer uso de frecuencias, el uso de frecuencias que hacemos son frecuencias concesionadas que necesitan permisos. So any other challenges that we have are the andere Herausforderungen, die wir haben, sind die Erweiterungsschema, die wir geplant haben außerhalb dieses der Region Oaxaca, nicht das ganze Land, und wir wollen weitere Frequenzen benutzen, die reguliert sind, wo wir Genehmigungen brauchen. Monetización digital para las comunidades que conozcan el cómo funciona desde una computadora hasta la red. La conectividad limitada también en muchas zonas es muy 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 limitada. A veces no logras tener ni un mega hasta ni tres megas de descarga. Andere Herausforderungen sind die Erstellung von dem Beibringen, wie Computer funktionieren, wie Netzwerk funktioniert und so weiter, also digitale Elektrizität herstellen und die reduzierte Verbindung in einigen Regionen. In manchen Regionen gibt es zum Beispiel keinen maximal irgendwie 3 Megabit Kapazität zum Herunterladen. Pruebas con, vamos a hacer pruebas e instalaciones con LTE, con 4G. So in our future, so our future plans are doing. Unsere Zukunftspläne sind, dass wir LTE, also 4G, ein 4G-Netzwerk erstellen. In estos momentos estamos, bueno, hacemos uso de programas de software de Osmocom y también vamos a hacer uso también el tema de 4G. Y muchas gracias a la gente de Osmocom también, y a la gente que apoya todo esto, el proyecto, directa o indirectamente. So right now we are using some software tools from the... Aktuell benutzen wir ein Softwarewerkzeug genannt Osmocom, das hilft uns dabei, ein 4G-Netzwerk auszubauen. Und jetzt möchte ich Osmocom danken und allen anderen Leuten, die direkt oder indirekt an diesem Projekt zusammen mitarbeiten, das uns ermöglicht, unsere Arbeit zu tun. Que hace. Nosotros hay gente que vemos y usamos herramientas que los desarrolladores crean. So, which way can we get support? One is to get the... Auf welche Art und Weise können wir Hilfe bekommen? Das eine ist,
dass Leute uns helfen, die Werkzeuge, die wir benutzen, zu verbessern. Also wenn ihr Entwickler seid, helft da einfach mit. Oder einfach. Internas en las comunidades que podamos promover también. You can also help us giving us as hints. Ihr könnt uns auch dabei helfen, dass ihr uns Hinweise gibt für Werkzeuge, mit denen wir interne Netze innerhalb der Ortschaften erstellen können. And also you can provide proposals for und dann könnt ihr auch Hinweise geben, wie wir in diesen Netzwerken Privatsphäre besser schützen können und Sicherheit herstellen, also Sicherheit unterstützen können. Página Rizomatica, a los correos también pueden contactarnos y pueden revisar el código de las plataformas que usamos en el GitHub de Rizomatica. If you want to talk to us, you can wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, könnt ihr diese Webseiten euch anschauen, Tick. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben oder ihr könnt auch eure Quellcode, mit dem wir arbeiten, in unserem GitHub Repository anschauen. Now I'm gonna show you a video. I hope that you like it. Jetzt gibt es ein Video, das euch hoffentlich gefällt. Ja, ich habe auch keinen Ton. It's ready. While we check the video. Während wir auf das Video warten. Elaine, você quer mostrar? Como é que eu faço para botar a câmera traseira? Not sure. Eu não sei. So she's trying, so she's gonna. She's gonna. Sie versucht. So this is the. Yeah. A torre. This is the tower. Das ist der Turm. A escola, o ponto lá em cima. The school, she's showing the internet point. Das ist ein Internetpunkt dort. This is the road. Das ist die Straße. The power line that passes on top of the village. Das sind die Stromlinien, die über das Dorf hinweg führen. Ali a torre. That's the tower. Das ist der Turm. I have the health center where there is one more internet point. Das ist das Gesundheitscenter, wo noch ein weiterer Internetpunkt ist. And that's it. Ja, und das ist es hier. She's saying that it's too hot. Es ist dort wohl gerade zu heiß. Do we have the video to show? Können wir uns doch mal das Video uns anschauen? Pera, que eu não sei mexer aqui. Já, terminei. Ah, não, ainda falta aqui dentro. In any time you can put the video for, if you want. But she's showing the school, inside of the school. Das ist der
Ah, sie zeigt uns gerade den Inhalt, die Schule. Das ist die Schule. She didn't get the key, but that's the door. Ich habe den Schlüssel nicht, aber das ist die Tür, wo die Verbindungsinformationen sind. Das heißt, immer wenn ich etwas konfigurieren muss oder einen Computer neu starten muss, muss ich den Schlüssel holen von jemandem und hier hingehen und die Wartung durchführen. Sie schaut, ob sie den Schlüssel bekommt. So maybe should we start with Anya and then we show the video? Starten wir vielleicht jetzt mit Anya und zeigen danach das Video. Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Mein Name ist Anya. Ich bin in den letzten 5 Jahren in Brasilien gewesen. Und ich habe mit einer Gruppe von Aktivisten daran gearbeitet, um eine Assoziation für digitales Radio. Und ich erzähle euch die Geschichte von der Entwicklung und Implementation eines Hochfrequenz- Kommunikationssystems in Brasilien. Hochfrequenzradio ist ein zweiwegiges Telefon. In Brasilien heißt es Radiofonia. Und das erlaubt jede Station im Netzwerk, Kommunikation unter den anderen zu senden und zu empfangen. Also wenn eine Radiostation im Netzwerk redet, können alle andere Radiostationen das hören und sie können auch zurückkommunizieren. Hier auf diesem Bild könnt ihr ein Beispiel davon sehen von einer Radiostation, die sehr häufig in der Amazonasregion in Brasilien benutzt wird. Und ihr könnt auch Leute sehen, die tatsächlich über dieses Radio reden. Hochfrequenz ist in der Radiotechnik für Kurzwelle bei den Radiobändern. Hier könnt ihr ein paar mehr Bilder sehen von den Installationen und den Workshops und Ausbildungssessionen, die den Leuten in dem Amazon das Regenwald gegeben wurden, die von unserer Organisation 2016 durchgeführt hat. Ich habe gar nicht eine Einführung gegeben. Ich werde zuerst über diese Hochfrequenzradios reden, in dem Kontext des Amazonas. Dann werde ich den Ablauf des Projekts erklären, die zu der Entwicklung dieses Systems geführt hat, das im Moment in den traditionellen Gemeinschaften im Regenwald benutzt wird und was auch aktuell der Stand der Technik ist für die Zivilbenutzung von Kurzwellenradios im Amazonas. Also hier könnt ihr ein Beispiel sehen, wie ein Hochfrequenzradio installiert wird, eine Sendestation. Es besteht aus dem Radio selbst, die Batterie, die es antreibt und dem Solarpanel, die es antreibt. Im Amazon-Kontext ist ein wichtiger Fakt, es gibt keine Elektrizitätsinfrastruktur oder keine andere Energiequelle. Diese Radiostationen werden von Solarpanelen betrieben. Also einer der ersten Schritte
wenn man so eine Station aufbaut, ist die Installation eines Solarpanels eine der ersten Aktionen. Und dann braucht man eine Antenne, um das Signal zu senden und zu empfangen. Dieses Projekt geht schon lange da, schon als ich daran ursprünglich 2013 angefangen. Und das hat in dem Bundesstaat Acre angefangen in Brasilien. Und es war ursprünglich nach der Anfrage von 24 lokalen Gemeinschaften im Wald initiiert. Diese Anfrage wurde ursprünglich von diesen Gemeinschaften 2010 beantragt und es wurde insbesondere gesagt, dass diese Gemeinschaften Radiotelefonie haben wollten. Es brauchte einige Zeit, um die Finanzierung zu bekommen, um die Geräte zu kaufen. Und die ersten Versuche wurden um 2014 gemacht, um in diese Gegend zu fahren und die Installation der ersten Stationen zu starten. Das Projekt läuft weiter. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den lokalen Gemeinschaften. Und der Extractive Reserve im Staat Acre und Radioaktivisten und Forschern von verschiedenen brasilianischen Universitäten, Universität Brasilia und andere. Ist das schon ein laufendes Bemühen, eine Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen im Amazonas-Regenwald. Und die Hauptidee, also der Rahmen, ist ein Do-it-yourself Ansatz, ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk aufzubauen. Und hier habe ich jetzt die Hauptpunkte aufgebracht, um den sozioökonomischen und politischen Hintergrund dieser Gegend. Und ich würde danach über Acre reden. Und da würde ich über den Staat über Pará reden, über ein ähnliches Projekt basiert ist. Aber vieles von dem, was schon gezeigt wurde, der Kontext ist sehr, sehr ähnlich. Eine der wichtigen Charakteristika, es gibt kein elektrisches Netzwerk, es gibt keine Telefonieinfrastruktur, es gibt keine Mobilfunkabdeckung. So in dem Fall von dem anderen Projekt, da gab es eine Peripherie, wo Leute es noch schafften, ein bisschen Signal zu empfangen aus dem Zentrum. Worüber ich jetzt rede, sind Projekte, die im Wald sind, im brasilianischen Amazonas, wo die einzigen Kommunikation und Verbindungen die Flüsse sind. Also die Leute reisen zwischen ihren Siedlungen mit dem Boot und es gibt nichts anderes. Es gibt keine Drähte, keine Elektrizität. Also wir reden nicht mal über Mobilfunkabdeckung. Zur gleichen Zeit ist die einzige Kommunikationsmittel eine Satellitenkommunikation, die sehr teuer ist in dem Kontext und die sich niemand da leisten kann und es ist keine Option. Ein anderer Aspekt, der sehr in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist, das Fehlen von stabilen, basischen, grundlegenden Unterstützung vom Staat. Es gibt keine Gesundheitsdienste, keine medizinischen Dienste, auf das Leute sich verlassen können. Und Kinder, die in die Schule gehen müssen, die sollten eigentlich von Booten eingesammelt werden, die sie in die Schule bringen sollen. Aber diese Verbindungen funktionieren nicht aus verschiedenen Gründen. Es kann sein, dass es keinen Treibstoff für das Boot gibt oder das Boot ist kaputt oder andere Gründe. Und das Gleiche ist für die Gesundheitsarbeiter. Und deshalb sind Leute häufig
gezwungen, aus den Waldgegenden herauszugehen und die Städte zu ziehen, einfach um auch nur die grundlegendste Unterstützung oder Dienste in Anspruch nehmen zu können. Das zeigt auch den Lebensstil oder wie Leute in diesen Gemeinschaften im Wald leben. Wenn ich darüber rede, lege ich sowohl über indigene Gemeinschaften als auch darum traditionelle. Traditionelle sind solche, die vor vielen Jahren in diese Gegend gezogen sind, um etwa Gummi herzustellen, als es zu produzieren, als es noch eine sehr große Industrie in Brasilien war und die sich in diesen Gegenden niedergelassen haben. Also das sind die Leute, die aus anderen Teilen von Brasilien dahin gezogen sind, aber in dieser Zeit haben sie sich auch mit der indigenen Bevölkerung vermischt. Also es sind nicht wirklich nicht 100% brasilianische. Man kann sie nicht wirklich als indigen bezeichnen, aber es ist halt auch eine Mischung, die in den Jahren passiert ist. Und ihr könnt hier in diesem Bild links, da seht ihr ein Gewehr, was in jedem Haus im Wald eigentlich ein ganz gewöhnliches ist. Die Männer gehen auf die Jagd fast jeden Tag. Und rechts könnt ihr den Herd sehen. Das ist so wird normalerweise das Essen im Haus zubereitet, indem man Holz benutzt, dann wird ein Feuer gemacht und dann ist es gut. Die Bedingungen sind sehr einfach. Aber was ich zur gleichen Zeit mit diesen Bildern zeigen möchte, ist, dass die Leute viel Zeit darauf legen, um für ihre Grundbedürfnisse, um Essen zu bereiten, sich um Bedürftige zu kümmern, waschen, abwaschen. Und diese ohne Elektrizität dauert das viel länger als in einem städtischen Umfeld. Hier kann man ein Mädchen sehen, die liest eines ihrer Schulbücher. Also wie ich gesagt habe, es gibt Zugang zu Ausbildungsmaterialien, aber es ist häufig der Fall, dass Kinder zu Hause bleiben und nicht den notwendigen Umfang von Unterricht empfangen, den sie eigentlich haben müssten. Zur gleichen Zeit kann man sehen, dass das Haus sehr einfach ist. Es ist aus einem Baum gemacht. Normalerweise gibt es einen großen Baum, den einer Familie zugewiesen wird. Und sie bauen daraus ein Haus mit 3 oder 4 Räumen. Ja, um ein bisschen um den sozialen und ökonomischen Einfluss dieses Projekts nachzudenken, die Wirkung. Die Mitglieder der lokalen Gemeinschaft haben nach dieser Art von Unterstützung gefragt. Nicht nur mit den Verbindungen, sondern auch mit nachhaltiger Landwirtschaft, verschiedenen Arten von Geschäften und auch um gesundheits- und medizinische Unterstützung zu kriegen und zur Ausbildung und teilweise auch zur Kapazität. Und wegen der schlechten lokalen Dienste kann dieses Netzwerk den Lehrern und Ärzten in den Communities Unterstützung bereiten. In manchen Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, nutzen Krankenschwestern oder Lehrer oder sowas das Netzwerk, um besser mit zum Beispiel in urbanen Zentren über das Netzwerk zu kommunizieren, wenn sie Gemeinschaften sind. Auch das Netzwerk kann auch die Familien im Wald mit den städtischen Gegenden verbinden und kann auch Nachrichten, Preise von Produkten oder politische und ökonomische Nachrichten bringen und kann dann so Informationen zwischen dem Wald und den urbanen Gegenden austauschen. Und was in der letzten Zeit in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist, ist der Versuch, diese Art von Kommunikationsinfrastruktur dafür zu benutzen, um illegale Aktivitäten zu überwachen.
Zurzeit ist Gita Amazonas durch eine Umweltkrise, würde ich sagen. Und es gibt viele Fälle von illegalen Holzeinschlag, illegalen Bergbau, illegalen Ressourcenausbeutung. Leute sagen, so viele Leute kommen aus den städtischen Gegenden, um verschiedene Arten von Tieren aus dem Wald zu jagen, dass die Gemeinschaften im Wald oft dass sie schon Nahrungsmangel spüren, weil die Tiere alle erschossen sind. Und um diese Aktivitäten zu überwachen und sie an die Autoritäten zu berichten, ist dieses System auch sehr hilfreich. Um zusammenzufassen, das erste Projekt, das in Accra gestartet hat, was wir gemacht haben, mit einigen Versuchen und einigen Reisen in die Gegend, um die Station zu installieren, waren wir 2016 erfolgreich, dass wir mit dem digitalen Sendesystem Versuche erfolgreich abgeschlossen haben. Und die Lösung für digitale Senden besteht aus einem eingebetteten Computer, einer Schnittstelle zu dem Radio und dem Sender und einer SDR-Software. Und was wir in Accra geschafft haben, wir könnten Textdateien und Bilder über das Radio verschicken. In dem 80 Meter Hochfrequenzband über Strecken von etwa 100 Kilometer. Also wir konnten im Prinzip die Daten über Kurzwellenradio verschicken. Was ich auch sagen möchte, das Projekt, die Lösung, ich glaube, das habe ich schon gesagt, Entschuldigung. Dieses erste Projekt, das in Accra basiert war, wurde von der Universität der UNESCO unterstützt, einer Universität in Brasilien. Hat das ein akademisches Projekt angefangen in einem akademischen Rahmen seit 2014 und etwa seit 2015 mit 6 Stationen, die regulär benutzt wurden von den lokalen Gemeinschaften, ohne dass es irgendwelche größeren Probleme gegeben hat. Und 2016 waren die Versuche abgeschlossen und damit konnten wir dann digitale Daten über große Distanzen übertragen. Eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, das Projekt hat immer eine Hauptstation in dem städtischen Gebiet, die als ein Gateway zu den ausliegenden Gemeinschaften im Wald dient, um Unterstützung und Hilfe bereitzustellen. Um 2017 haben wir angefangen, mit anderen Gemeinschaften in dem Staat von Pará zu arbeiten und haben auch mit den Extractive Reserves gearbeitet. Das ist ein Konzept, das in Brasilien entwickelt wurde, wo lokale Gemeinschaften fortgehen mit der nicht schädlichen Ausbeutung. Also sie können jagen, sie können fischen, um Essen für ihre Gemeinschaften, für ihre Familien zu machen, aber sie können zum Beispiel keine Bäume fällen, um da die Gegend, die sie bewohnen, auszubeuten.
also Ausbeutungsschutzgebiete, kann man das übersetzen. Und wir haben auch mit anderen Leuten gearbeitet, die mit Gemeinschaften in solchen Extractive Reserves in Para gearbeitet haben. Einige davon sind Indigene und andere sind lokale traditionelle Gemeinschaften. Und sie haben alle die gleichen Probleme, wie keinerlei Infrastruktur in diesen Reserves. Es gibt keine Verbindung außerhalb den Kurzwellenradios, die in einigen Gemeinschaften teilweise seit Jahrzehnten benutzt wurden. Also im Prinzip war die Technologie, die unser Netzwerk darauf basiert ist, ist für diese Gemeinschaften nicht wirklich neu. Es dient als ein Vorteil bei der Anwendung. Und das heißt, es gibt keine Angst davor, das System zu benutzen, weil die Leute sind einfach schon sehr damit vertraut, solche Funkgeräte zu benutzen. Und ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist, mit diesen Konnektivitätslösungen, der Großteil der Bevölkerung in diesen Bewohner in diesen ländlichen Communities oder im Wald besitzen viele ein Smartphone. Und auch wenn es kein Netz gibt, benutzen sie das, um zum Beispiel, wenn sie in städtische Gegenden gehen oder wenn sie im Wald sind, als Speichergerät, um Dateien und Fotos und Videos auszutauschen, verschiedene Informationen auszutauschen über Bluetooth. Und als wir diese Systeme entwickelt haben, war das schon einfach als Teil der Lösung betrachtet worden. Und jetzt gebe ich ein bisschen mehr Details über das Projekt. Ich denke, wir können solches System für Hochfrequenzkommunikation zu entwickeln, kann man in drei Schritte teilen. Der erste Schritt war das in Acre, das zweite war das in Fontamera und die Entwicklung eines digitalen Interfaces war, um das mit dem Radio zu verbinden, also ein Interface, ein einfach zu benutzbares Interface für die Leute, wie sie die digitale Dinge hochladen können und das dann über das Funkgerät verschicken. Das Bild aus zwei Parken. Das erste ist das analoge Radio, das Leute jederzeit benutzen können, um zu reden. Und das zweite Teil, der neuer ist und den wir noch entwickelt, ist dieses digitale Interface, mit welchem Leute inzwischen schon Dateien auf das System hochladen können und das verschicken. Und dann können sie auch Dateien auf ihren Computer oder auf ihre Smartphones herunterladen. Wenn wir über diese Initiative reden, von einem, also Perspektive des Aktivismus, und wie ich gesagt, diese Projekt hat angefangen 2013, es gab mehrere Reisen in den Amazonas-Regenwald, es gab diese Installation der Funkgeräte, es gab Workshops mit den Gemeinschaften, wo darüber geredet worden, wie sie das implementieren wollten, wo, in welchen Häusern der Gemeinschaft. Die erste Hauptphase ist die Funias-Jurois-Projekt in Acre. Ich glaube, diese Präsentation wird später zugänglich sein. Ich habe ein paar Links in die Folie gemacht. Wenn ihr da mehr darüber reden wollt, könnt ihr das angucken. Es ist jetzt keine Zeit, das alles in dieser Präsentation zu erzählen. Und hier sind nur ein paar Bilder. Ich von Leuten, die bis heute dann teilnehmen, diese Service für die Gemeinschaften bereitzustellen. Auf der rechten Seite sieht man wieder ein Haus mit einer Station, mit einem Funkgerät, das da installiert ist für die alltägliche Benutzung.
Das zweite Projekt, das in Fortsetzung ist, ist das Pilotprojekt des Hermes-Prototyps. Hermes ist Abkürzung für Hochfrequenz, Emergency und ländliches Multimedia-Austauschsystem. Das wurde 2018 in Oaxaca getestet. Und was wir gemacht haben, wir haben in der Mozilla Wireless Innovation Challenge von Network Society teilgenommen, also im Mozilla Wettbewerb für Innovation in der vernetzten Gesellschaft. Und diese Tests, die wir da gemacht haben, waren sehr erfolgreich. Und wir haben ein komplettes Setup entwickelt können. Dieses erweiterte System ist schon in dem Altamira Community Netzwerk installiert worden. Und das hier, was ich das dritte Projekt nennen wollte, aber wenn man guckt, ist nicht wirklich, man kann sie nicht wirklich voneinander trennen in der Zeitsequenz. Es ist alles ein bisschen gleich jetzt, aber nur ein bisschen Gefühl geben, wie die Ideen dahinter sind. Dieses dritte Projekt ist wir verbinden die indigenen und lokalen Kommunikationen im Amazonas-Regenwald mit Hochfrequenz-Radiotechnologie. Und das hat im Terranomeo-Territory gemacht. Das enthält drei von diesen Extractive Reserves, also diesen Ausbeutungsschutzgebieten, auf einem riesigen Territorium. Und einige der Gemeinschaften, für die dauert es 2 bis 4 Tage, um von den Kommunitäten zu einer Stadt zu kommen. Und hier kann man tatsächlich sehen, diese Schnittstellenbox ist ein Touchscreen-Interface mit einem Raspberry Pi und andere technische Dinge, die ich nicht erklären werden kann. Again, ich habe dir den Link zu unserem Bericht hier in die Folie gepackt. Ihr könnt auch unsere Website darauf zugreifen. Über abradik.org. Ja, dann möchten wir noch über die Autonomie dieses Systems reden. Die Idee war immer, eine lokale, autonome Lösung zu finden, die den lokalen Bedürfnissen der Gemeinschaften erfüllt. Es war von Anfang an auf einer Anfrage aus den lokalen Gemeinschaften basiert. Die Idee war, ein System zu kreieren, das auf keinen externen Provider oder Dienstleister angewiesen ist, keine Telekommunikationsunternehmen, kein staatliches und kein privates. Und das Hermes-System ist auch sicher, es hat GPG-Verschlüsselung. Aber das gilt natürlich nur für das digitale Teil. Wenn Leute über das analoge Radio reden, kann natürlich das Rest des Netzwerks hören, was sie darüber reden. Aber wenn sie Dateien austauschen wollen oder wenn sie eine simultane Aufnahme wie eine Voice Message, die man dann an jemanden in einer anderen Community schicken will, dann wird diese Mitteilung verschlüsselt. Und um das, was vorhin schon gesagt wurde, über die Rhetorik von die nächste Milliarde verbinden. Wir sehen dieses Projekt in dem Rahmen von Gemeinschaftsnetzwerken, die für die Leute und von den Leuten entwickelt werden. Es ist immer eine Zusammenarbeit und wir versuchen, die Wünsche und Anforderungen der lokalen Gemeinschaften umzusetzen und ihnen beizubringen und sie darin zu schulen, wie man dieses Gerät betreiben kann, aber ihnen nichts aufzudrücken. Also wir haben einen Button-Up-Aufsatz. Wir
arbeiten auch an der Nachhaltigkeit und der Wiederholbarkeit des Netzwerks. Im Moment gibt es ein paar technische Probleme. Wie gesagt, das ist das erste Kurzwellenverbindungssystem für die zivilen viele Anwendung. Es gibt da relativ wenig vorangehende Entwicklung. Wir sind Pioniere in dem Bereich. Es gibt keine Off-the-Shelf-Lösungen, die wir einfach kaufen können. Also wir müssen Software- und Hardware-Part entwickelt. Und die arbeiten alle noch nicht so gut, aber das System funktioniert. Und wo wir uns gegen aussuchen, sind diese Lösungen oder Initiativen, diese Top-Down, also von oben nach unten Initiative wie Internet.org von Facebooks oder Free Basics von anderen ähnlichen Initiativen. Ja, ein bisschen über die Spektrum, das wir benutzen. In dem Amazonas-Ringband ist das Kurzwellenband sehr gut und nützlich, weil die Kurzwellenwellen, die Welle geht, reflektiert an der Ionosphäre und es gibt kein Problem mit den Bäumen dazwischen. Bei GSM, ein GSM-Netzwerk, geht das Signal einfach nicht durch den Wald durch, weil da einfach Bäume im Weg stehen. Das ist keine Lösung für diese Umgebung. Das Kurzwellenband gibt es kein Problem damit. Die Wellen gehen nach oben und reflektieren und kommen zurück. Das ist viel besser. Ja, was er gesagt hat, das Problem mit der zivilen Anwendung ist, heutzutage wird Kurzwelle hauptsächlich im militärischen Bereich benutzt. Und es gibt praktisch kein kommerzielles Interesse an der Benutzung von Kurzwellenradio. Da gibt es die sozialen und politischen Implikationen von dem Kurzwellenband. Das stellt schnelle Konnektivität zur Verfügung und ist bis jetzt sehr wichtig für die sehr isolierten und sonst unterversorgten Gemeinschaften im Amazonas, etwa wenn es zu illegalen Aktivitäten kommt, wie Brandrodung, die immer häufiger werden in der Gegend, brauchen Leute eine schnelle und zuverlässige Kommunikationskanal, um darüber zu berichten und ihre Aktionen zu koordinieren. Und in diesem Zustand ist dieses System sehr nützlich und zuverlässig. Die Probleme, die es gibt mit dem System, ist seit dem Anfang der Projekt, dass es in Brasilien die Gesetzeslage für die Spitzung verbraucht ist, mit den 1970ern nicht mehr aktualisiert wird. Insbesondere für die Lizenzen für gemeinschaftliche Benutzung von Netzwerken. Und was jetzt auf uns zukommt, neben den technischen Entwicklungsproblemen, ist dass wir ein anderes regulatives Umfeld brauchen. Heute kann man in Brasilien im Prinzip eine Lizenz bekommen, um ein Funksystem zu betreiben. Aber es ist sehr bürokratisch. Es ist auch sehr teuer. Wenn man es aus der Perspektive der Gemeinschaften im Wald oder sie müssen einen Ingenieur bereitstellen, der das spezielle Projekt analysieren muss, der die Frequenzen analysieren muss und dann einen Bericht verfassen muss, dass sie die Lizenz bekommen können. Also es ist wirklich nicht einfach für die indigenen und traditionellen Gemeinschaften eine Lizenz zu bekommen, um ein solches Netzwerk zu betreiben. Also, es gibt keinen wirklich erschwinglichen oder einfach umzusetzenden Weg, um zu einer Lizenz zu kommen.
was in dem Kontext noch gemacht werden muss, im Bereich von Regulierung. Wir müssen ein regulatorisches Rahmenwerk für Gemeinschaftsverbindungen aufbauen oder dafür kämpfen. Wir müssen die Idee, dass man für eine Lizenz braucht, wir müssen diese Idee und die Anforderungen dafür in den Bereich der Politik bringen. Ja. Zum Abschluss, was wir gemacht haben oder was wir versuchen zu machen mit diesem Projekt, ist, um die Entwicklung von digitalen Diensten, die schon auf der Basis von existierenden Kurzwellenkommunikationstechnik aufsetzt und diese Lösung, die komplementiert lokale Lösungen und baut darauf aus, anstatt die existierenden Lösungen zu ersetzen und obsolet zu machen. Und es ist mit direkter Beteiligung der Gemeinschaften selbst entwickelt, mit deren Beteiligung in die Innovation und die Entwicklung. Und dann läuft das auf der digitalen Infrastruktur. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für die Möglichkeit, hier unser Projekt vorzustellen und uns zu erzählen, was wir in Lateinamerika und in Brasilien machen. Und wenn ihr euren Kontakt aufnehmen wollt oder wenn ihr mehr Informationen haben, hier in der Folie ist die URL und meine E-Mail-Adresse. Okay, dann schauen wir mal, ob ihr mich jetzt besser hören könnt. Yes. Super, vielen Dank. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Interessanterweise haben wir nur eine Frage bisher in unserem Feedback-Feld. Und das ist die Frage, wie geht ihr daran heran, die Community wachsen zu lassen und euer Wissen auszutauschen. Anna, do you want to repeat? Yeah. Okay. What is our approach to growth and sharing? Just to repeat, please. Ich will die Frage nochmal wiederholen. Ja, was ist eure Herangehensweise, die Gruppe, die Gesellschaft zu wachsen zu lassen und das Wissen auszutauschen? Das neue Leute effektiv daran teilnehmen können. Eine Beobachtung, die wir gemacht haben im Laufe dieses Projektes, ist, dass es sehr wichtig ist, innerhalb der lokalen Gruppen gute Verbindungen zu haben mit den lokalen Ortschaftsgruppen. Als wir das erste Mal im Wald angekommen sind, dann ist man normalerweise in einem Haus einer der Community-Mitbewohner und es dauert eine Weile, bis die Leute anfangen, mit einem zu reden, mit einem zu teilen. Und das ist ein Prozess von Anfang an. Und was wir machen, ist, wir arbeiten daran, in jeder Gruppe, in jeder Ortschaft versuchen wir, mit jedem ein Training durchzuführen, mit jedem einen Workshop durchzuführen, dass jeder das Radio mal benutzen kann, mal Dateien senden kann. Und darüber versuchen wir mit jedem Mitglied in Kontakt zu gehen und die Idee beizubringen, dass wir eine fortführende Kommunikation, fortführende Austausch haben. Und darum haben wir immer ein Station in einem urbanen Bereich, dass sie immer einen Kontakt haben, um Hilfe zu bekommen. Ein anderer Teil des Projektes ist es, dass die
Personen haben, die lokal sind, in den Ortschaften sind, zum einen Forscher, zum anderen sind es auch technische Hilfe, die unterstützen können. Wenn etwas kaputt geht, wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann können sie in der Gesellschaft Hilfe leisten. Außerdem arbeiten wir jetzt an einem Projekt, das versucht, eine offenere Netzwerk von Benutzern zu erstellen und dort mit mehr und auch hier in der Hauptstadt mit den Leuten interagieren, die wiederum in den lokalen Ortschaften sind, die in den Ureinwohnern mit den Ureinwohnern arbeiten, um mehr Kapazität ausbauen zu können, damit diese traditionellen Organisationen diese Lösung schon mit ihren Ortschaft mitnehmen können. Das sind unsere Hauptpunkte. Und Wissen tauschen, und da gibt es viele Initiativen, die sich entwickeln. Und es in unterschiedlichen Staaten zur Verfügung stellen. Außerdem gibt es ein Projekt von ein paar jüngeren Leuten in den Gruppierungen, in den Ortschaften, die in der höheren Bildung mitarbeiten, die größtenteils in ihren Orten sind. Und wie kommunizieren sie mit ihren Professoren? Sie können unsere Netzwerk benutzen, um ihre Hausarbeiten an ihre Professoren zu geben, um ihre Aufgaben zu bekommen, um ihre Inhalte über das Netzwerk zu bekommen. Das ist einer der besten Beispiele. Und ja, wie ich gesagt habe, das Projekt, wir sind noch nicht fertig, es bildet sich weiter. Wir haben später in diesem Jahr einen Workshop, wo die Vertreter von den lokalen, von den Ortschaften da sind, und wir versuchen dort mit ihnen zu klären, welche Fähigkeiten sie suchen und was sie brauchen. Das war eine sehr weite Antwort. Wir sind ziemlich viel zu spät und Fragen kommen jetzt erst rein. Also im Pad ist auch ein Link zu einem zusätzlichen Video, das noch nicht gezeigt werden konnte, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anschauen und es euch später anschauen. Und ich glaube, es wird zu kurz sein, um die ganzen Fragen jetzt zu beantworten, die jetzt gerade erst reinkommen. Tut mir sehr leid. Einfach ein bisschen zu spät, Pech gehabt mit dem Timing. Aber vielleicht könnt ihr die Fragen direkt weitergeben und eure Fragen direkt per E-Mail beantwortet zu bekommen. Würde das funktionieren? Ja. Ich würde gerne alle Fragen beantworten. Außerdem gibt es eventuell die Möglichkeit, dass es eine selbstorganisierte Session gibt. Das heißt, vielleicht, wenn ihr spontan ein Sprachtreffen, eine Sprachvideokonferenz später heute oder morgen machen wollt, dann könnt ihr das vielleicht organisieren. Und bis dahin, vielen Dank für den Vortrag, sehr interessant, und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank auch an euch und auch vielen Dank für das Zuhören aus dem Übersetzerteam. Wir waren Franz T. und Flo H. Sembrando Telefonía Celular Comunitaria. Sembrar significa poner las semillas en el suelo para que a partir de estas se desarrollen nuevas plantas. Todo inicia con el sueño de sembrar para cosechar el alimento que necesita la familia y la comunidad. La telefonía celular comunitaria representa un sueño colectivo para sembrar un sistema de comunicación propio, libre y accesible. Este servicio permite el ejercicio del derecho a la comunicación individual y colectiva y contribuye a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. La mano vuelta. Sembramos con la ayuda de la comunidad. La comunidad adquiere, instala,
opera y administra su propia red de telefonía celular con la ayuda del equipo operativo de TICAC. Empezamos informando a las autoridades o personas interesadas en saber todo lo relacionado con la telefonía celular comunitaria. Después, en asamblea, la comunidad decide si quiere juntarse como socio de TIC e instalar el servicio de telefonía celular comunitaria. Seleccionar el terreno. De la selección correcta de nuestro terreno, tendremos una buena siembra y una mejor cosecha. En la telefonía celular comunitaria, la comunidad, con el apoyo del equipo operativo de TIC-AC, seleccionan el mejor sitio donde se instalarán los equipos para lograr el mayor alcance y la mejor cobertura. El área tecnológica realiza un estudio de viabilidad para saber si la comunidad cuenta con las condiciones necesarias para operar una red. Preparar el terreno. Queremos lograr que la comunicación crezca en el mejor lugar y con las condiciones adecuadas. Y para ello, es importante abonar y conseguir así que nuestro terreno tenga una sustancia rica que pueda alimentar a las raíces para que germinen en buenas condiciones. En la telefonía celular, los abonos consisten en la capacitación y compromiso de la comunidad y de quienes operan y administran la red comunitaria. El ritual. Bajo la cosmovisión de los pueblos indígenas, pedimos permiso a la Madre Tierra para sembrar. En la telefonía celular hacemos lo mismo. Entregamos ofrenda a la Madre Tierra para que nos permita instalar los equipos y pedimos por el buen funcionamiento de esta. La siembra. Sembramos en familia, con trabajo comunitario, con la esperanza siempre de conseguir una buena cosecha. Se canta a la Madre Tierra y se pide al universo o alguna divinidad nos ayude a que este esfuerzo se vea reflejado en buenos frutos. Así se lleva a cabo la instalación de la telefonía celular comunitaria, entre el personal de TIC-AC y gente de la propia comunidad, hasta que este quede en óptimo funcionamiento. La comunidad, con ayuda de un proveedor, coloca una torre que soportará a los equipos de la telefonía celular. Se programa y realiza todo el soporte técnico y mantenimiento para que funcione a lo largo del tiempo. Después, la organización entrega formalmente a la comunidad su certificado de operación que le acredita para poder operar legalmente su propia red de telefonía celular. Y culminamos con la fiesta, que nos recuerda que hay que celebrar que tenemos telefonía celular propia y que estamos instalando un patrimonio para las nuevas generaciones. Cuidado de la siembra. Toda siembra debe ser cuidada y protegida. Se requiere remover la tierra y combatir ciertas plagas. Así la telefonía comunitaria debe manejarse y operarse adecuadamente y en conjunto. Esto lo hacemos a través del acompañamiento legal, tecnológico, organizativo, administrativo y comunicacional que TIC-AC brinda y el compromiso y atención de la comunidad. La cosecha. Cuando se han desarrollado los pasos anteriores, con compromiso y en conjunto, seguramente habrá una muy buena cosecha. La cosecha en la telefonía celular consiste en volverla sostenible, para que se cuente con acceso a la comunicación y queden ganancias económicas y la comunidad decida en qué servicios de beneficio comunitario utilizarlas. Sugerimos seguir sembrando otras radiobases para ampliar la cobertura y lograr, poco a poco, que otras localidades cuenten con este servicio. Hay que sembrar bien si queremos cosechar bien y comprender que es un proceso que requiere tiempo, cuidado y trabajo colectivo para que rinda frutos.